Blankes Entsetzen in der Cannstatter Kurve. 15.300 Fans müssen beim Public Viewing in der Stuttgarter Arena den erneuten Absturz des VfB mit ansehen. Das 0:0 bei Union Berlin im Relegationsrückspiel reicht nicht. Der VfB Stuttgart steigt in die zweite Bundesliga ab. Ja, da kommen dann halt auch einfach die Trainer. Dann, ja, da weiß ich halt auch nicht mehr, was du sollst. Eine Mannschaft, die so wenig Charakter an den Tag legt, hat es tatsächlich nicht verdient, erste Liga zu spielen. Und vielleicht lernen wir da draus, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr. Toi, toi, toi. Ja, ist einfach traurig, gell? Da oben so viele Fans, die auch hier geblieben sind, Verein großartig unterstützt haben. Ja, oben viele Tränen geflossen. Ja, was soll man da noch sagen, gell? Hier in ihrer Kurve haben die Fans gestern nochmal sehr gelitten. Wie in der gesamten Saison, der schlechtesten der VfB-Vereinsgeschichte. Die Relegation war die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Vor der Leinwand wird aus dem kleinen Fünkchen früh ein Feuer, denn Aogo trifft per Freistoß. Doch das Tor zählt nicht, weil González im Abseits steht. Frust statt Freude. Nach Abpfiff dann Fassungslosigkeit, Trauer und Wut. Der Schuldige für die Misere ist zumindest in der Kurve schnell gefunden. Der Dietrich muss weg. Kein Schleifsender auf jedem Sender, der Dietrich muss weg, Alter. Ich glaube, ich fängt ganz oben an hier. Ja, im Vorstand und allem, ja. Dietrich raus! Scheiß VfB, Alter, was ist los mit dem Verein? Ob Präsident Wolfgang Dietrich tatsächlich zurücktritt, darf bezweifelt werden. Und auch wenn der Großteil der Fans verärgert abzieht, sprechen einige dem Club schon wieder die Treue aus. Wir halten zum VfB, Abstiegskampf oder ja, jetzt gucken wir halt, dass wir schnell wieder hochkommen. Er ist immer der VfB Stuttgart und man bleibt da immer der VfB Stuttgart. Liebe kennt keine Liga. Wie groß die Unterstützung aus der Kurve in Liga 2 tatsächlich sein wird, hängt vor allem von der Mannschaft ab. Die muss sich dann deutlich besser präsentieren als in dieser verkorksten Saison.